Herzlich willkommen zu der Schlüsseldienst. Heute zeige ich dir einmal die Modularität von dem Schließzylinder Abus Vela. Und zwar haben wir hier die Originalverpackung. Hier haben wir alles drin, was wir brauchen. Und hier ist schon der Schließzylinder. Und was ich dir hier zeigen möchte, ist, dass er komplett modular ist. Denn wir haben hier diesen Bolzen. Den können wir wirklich ganz einfach lösen, das zeige ich dir jetzt. Und damit könnten wir dann diesen Schließzylinder einfach verlängern, so lange wie wir eigentlich nur brauchen. Dazu haben wir hier eine Schraube, die machen wir einfach hier rein, also die drehen wir einfach nur hier rein. Wichtig ist darauf zu achten, dass wir es weit genug reindrehen, also dass die Schraube auf der anderen Seite wieder herauskommt, denn wir werden jetzt etwas Kraft ausüben. Und zwar machen wir einfach nur diese Bewegung nach unten. Wie du sehen kannst, bewegt sich das Ganze, macht dann diesen Schnapp und dann kann man den Schließzylinder schon demontieren. So einfach ist das. Und dann kann man hier ganz einfach weitere Teile hinzufügen, kann dann natürlich auch hier diese Stange rausnehmen und gegen eine längere tauschen. Das braucht man dann natürlich auch. Hier muss man dann natürlich auch ein weiteres Teil einfügen. Aber hier zum Beispiel kannst du mal reinschauen, hier sind zum Beispiel solche Stangen und einfach, wenn man hier dann die Teile reingesetzt hat, kann man dann einfach wieder alles zusammenbauen, also einfach zusammenstecken in diesem Fall. Man muss nur darauf achten, dass alles gut passt. Wenn es nicht ganz zusammenpasst, dann muss man die Schließnase ein bisschen bewegen, wie du gerade gesehen hast. Es muss einrasten und dann machen wir einfach wieder diese Bewegung, um den Schließzylinder zu schließen. Wichtig ist, dass wir es bis ganz hoch machen, damit es einen rechten Winkel hat und dann können wir auch schon die Schraube wieder herausdrehen und die Montage wäre fertig. So wäre dann schon die Verlängerung, die ich jetzt in diesem Fall eben noch nicht habe, aber ich kann jetzt auch zeigen, dass der Schließzylinder natürlich so funktioniert. Wir haben hier den Schlüssel, einmal rein und wie du siehst, funktioniert ja perfekt und das ist wirklich die leichteste Art, wie du einen modularen Schließzylinder verlängern oder verkürzen kannst. Leichter geht es wirklich nicht. Das ist die leichteste Art, die du finden kannst auf dem ganzen Markt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du ein Like unter dem Video da lässt. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann kannst du hier etwas in Amazon kaufen. Und hier lasse ich dir das nächste Video. Dort sehen wir uns. Bis dann. Ciao.